Es gibt ein physisches Gedächtnis, das sich daran erinnert, woher man kommt. Wenn du auch nur die Hand von jemandem hältst, wirst du Runanubandha entwickeln. Physische Erinnerung, die du über einen bestimmten Punkt hinaus aufnimmst, wird ein gewisses Maß an Verwirrung verursachen. Viele von euch haben das bemerkt. An bestimmten Tagen scheint der Körper verwirrt zu sein. Deshalb haben wir verschiedene Systeme zur Reinigung geschaffen. Wir sprachen über das, was als Runanubandha bezeichnet wird, was so viel bedeutet wie bestimmte körperliche Erinnerung. Der Körper hat sein eigenes Erinnerungsvermögen. Heute gibt es viele Experimente, um einige dieser Dinge teilweise zu belegen. Some of these things. Let's say your father. Sagen wir dein Vater. Okay, I'm just picking on him. Okay, ich nehme ihn nur auf den Arm. Because I thought you wouldn't mind. Weil ich dachte, es würde dir nichts ausmachen. Your father. Dein Vater, sagen wir mal, als er ein Kind war, mochte er runde Gegenstände. Er spielte mit runden Kieselsteinen, runden dies und runden das. Nehmen wir an, er entwickelte ein gewisses Maß an Verbundenheit mit diesen Dingen. Wenn du erwachsen wirst, fängst du an, runde Dinge zu mögen, ohne zu wissen, warum. Vielleicht findest du keine Kieselsteine mehr, wenn du erwachsen bist. Also wirst du dir etwas anderes aussuchen. Was auch immer du wählst, du wirst dazu neigen, diese Art von Dingen zu wählen. Diese Dinge sind zweifelsfrei bewiesen, dass diese Wiederholungen stattfinden. Das liegt einfach daran, dass du ein bestimmtes genetisches Material trägst. Runanubandha bedeutet die physische Erinnerung, die du in dir trägst. Das kann aufgrund von Blutsverwandtschaft geschehen. Das kann auch aufgrund von sexuellen Beziehungen geschehen, dass der Körper eine bestimmte Erinnerung hat. Runanubandha ist nicht wie genetische Faktoren, die von Eltern auf Kinder übertragen werden, nicht auf dieser Ebene. Es gibt ein physisches Gedächtnis, das sich daran erinnert, woher du kommst. Nicht notwendigerweise in Bezug auf deine Hautfarbe, deine Nasenform, deinen Körperbau, deine Abstammung, nicht das. Es ist nur so, dass du Runanubandha entwickelst, wenn du auch nur die Hand von jemandem hältst. Deshalb machen die Menschen in Indien, wenn du kommst, das. Sie wollen es nicht so tun. Sie werden dich so lieben. Und da gibt es viele Dinge. Sie werden bestimmte Substanzen nicht überreichen. Niemand wird dir Salz geben oder Salz von dir entgegennehmen. Wenn du versuchst, ihnen Salz zu geben, werden sie sagen, lass es hier. Sie wollen es nicht aus deinen Händen nehmen. Die Till oder die Sesamsamen werden sie nicht von dir nehmen. Bestimmte Arten von Erde wird niemand von dir annehmen. Wenn du jemandem Erde geben willst, irgendeine Art von Erde, es gibt Rituale, bei denen Erde gegeben wird, dann behält man sie immer unten. Ich werde sie von dort aufnehmen. Nimm sie niemals aus jemandes Händen, denn du wirst Runanubandha entwickeln. Körperliche Erinnerung. Über einen bestimmten Punkt hinaus wird das, was du aufnimmst, ein gewisses Maß an Verwirrung verursachen. Verwirrung nicht hier. Diese Verwirrung ist eine andere Sache. Das ist etwas, das du dir verdient hast. Aber physische Verwirrung, wenn der Körper verwirrt ist, kann er nicht zur Ruhe kommen. Viele von euch haben das bemerkt. An bestimmten Tagen scheint euer Körper verwirrt zu sein. Habt ihr das bemerkt? Wo auch immer du sitzt, irgendwie, an einem anderen Tag setzt du dich hin. Ah.
Deshalb haben wir verschiedene Systeme zur Reinigung geschaffen. Eine Sache ist Feuerwäsche, Luftwäsche, wirklich. Natürlich die Wasserwäsche jeden Tag. Also, weißt du, als ich in einer Zeit, in der ich viel Sadhana machte, duschte ich irgendwo zwischen 5 bis 7 Mal am Tag. I would have somewhere between 5 to 7 showers a day. Weil das System so sensibel wird. Du hast auf diesem Kissen gesessen, jetzt bist du dir bewusst, was dieses Kissen mit dir macht. Du willst dich also waschen, zumindest mit Wasser, das über deinen Kopf läuft. 5 bis 7 Mal am Tag. Es ist nicht so, dass man rechnet, ich muss es 5 Mal oder 7 Mal machen. Wann immer du dich danach fühlst. Die meisten Yogis duschen mindestens 2 Mal am Tag, Minimum. Normalerweise ist es ein Bad im Fluss. Man taucht mindestens 1 Mal in fließendes Wasser ein, damit man sich sauber wäscht. Diejenigen, die Sadhana machen, selbst heute noch, im Ashram, keinem der Brahmacharis ist es erlaubt, ihre Kleidung an einem der gemeinschaftlichen Orte zu waschen. Everybody washes their clothes separately. Jeder wäscht seine Kleidung getrennt. So, wir können also keine Waschmaschine aufstellen und die Wäsche von allen hineingeben, das wäre einfacher. Aber wir werden das nicht tun, weil alle von ihnen Sadhana machen. Und jeder hat seine eigenen spezifischen Eigenschaften. Wir wollen nicht, dass alles vermischt wird, denn das wird nicht funktionieren. Wenn wir es vermischen müssen, müssen wir es bei jedem Waschen mit Erde bedecken. Du weißt das wahrscheinlich nicht, aber alle Sadhus und Sannyasis benutzen immer sehr feinen, gesiebten Schlamm, rote Erde, um ihre Kleidung zu färben. Mud, red earth, to color their clothes. Es ist, der ganze Ashram ist so gefärbt, weil wir nur Erde verwendet haben, okay? Erde mit einem bestimmten Klebstoff, klebt wie Farbe. Und alle Gebäude im Ashram wurden so gestrichen. Und alle Sadhus, Sannyasis, die auf dem spirituellen Pfad sind, waschen ihre Kleider mit roter Erde. Gefilterte Erde, damit waschen sie, daher diese Farbe, so ist es dazu gekommen. Du musst also entweder separat waschen oder du musst sie jedes Mal mit irgendeinem Erdmaterial beschichten, damit das Runanubandha, das einzige Runanubandha, das du hast, mit der Erde ist, nicht mit den Menschen um dich herum, nicht mit den Dingen um dich herum, nur mit dem Planeten. Das ist in Ordnung, denn wenn du Kleidung trägst, denn das Wort Erde wird hier anders verwendet. Wenn du erdige Kleidung trägst. Nein, nicht so. In rote Erde getaucht. Wenn du diese Kleidung trägst, ist das in gewisser Weise eine Erinnerung für den Körper, woher er kommt und wohin er gehen wird. Diejenigen, die auf dem spirituellen Pfad sind, tragen also immer Kleidung, die in gefilterte, rote Erde getaucht wurde. Eigentlich sind es weiße Kleider, die schlammfarben geworden sind, weil sie ständig mit gefilterter Erde gewaschen wurden.